Es kommt schon mal zu kuriosen Situationen. Da hat man auf der einen Seite heute bei Bielefeld gegen Bayern einen Trippelsieger. Ich meine, die Bayern haben das Triple geholt und den internationalen Supercup noch geholt und den deutschen Supercup jetzt auch noch geholt. Also man hat die Creme de la Creme und da mussten sie sich bei diesem Auswärtsspiel nicht in der normalen Kabine im Stadion umziehen, sondern in einer Realschule. Sie sind ausgewichen in eine Schule. Jetzt fragt ihr euch, warum musste sich der FC Bayern bitte in einer Schule umziehen? Ja, es hatte damit zu tun, natürlich mit Corona, ja. Denn die Gästekabine hat irgendwie nicht den Corona-Regeln entsprochen. Das zumindest sagte Hansi Flick zu Sky. Und dementsprechend, ja, mussten die Bayern einfach mal umsiedeln in eine Schule. Ist ja auch geil. Die Schüler, die dann morgen zur Schule gehen, ja, können dann denken, gestern waren hier noch die Bayern-Stars bei uns und haben sich umgezogen. So schnell kann es gehen. Hansi Flick sagte dazu weiter, deswegen waren wir drüben, aber da war genügend Platz. Deswegen war das für uns optimal. Das war alles perfekt organisiert. Ja, das ist doch mal interessant. Also wie gesagt, ein Trippelsieger zieht sich in der Schule um. So schnell kann es gehen. Naja, hat den Bayern dann nicht irgendwie schlecht getan, denn sie haben super gespielt, sie haben 4:1 gewonnen, das Spiel deutlich entschieden. In der ersten Hälfte habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Thomas Müller überragend, Lewandowski überragend, wie man sie kennt. Und ja, was sagt ihr zu dieser kuriosen Geschichte? Schreibt es in die Kommentare. Morgen geht's weiter. Mein Verein, die Eintracht, spielt gegen Köln. Ich bin gespannt morgen noch auf den Spieltag. Und dann unter der Woche kommt dann die Champions League. Also Freunde, viel Fußball steht uns bevor. Und noch was anderes, liebe Freunde. Wenn ihr noch zum Einschlafen, für alle, die es jetzt noch spät gucken, dieses Video, noch eine Story braucht zum Einschlafen, dann gibt's eine Horrorstory von mir. Wenn ihr in die Mitte klickt, wir sehen uns später wieder. Und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.